Moinsen Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute in diesem Video reden wir über das gestrige Update mit der neuen animierten Gulli-Tarnung und wir reden auch noch über das kommende geheime Live-Event, was wahrscheinlich etwas mit Verdansk zu tun hat. Man weiß es nicht ganz genau, darüber werden wir diskutieren. Wird sehr, sehr interessant und wir reden noch über den Early Access der MW3-Kampagne, über den Preload und so weiter. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende des Videos natürlich sehr gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat und natürlich auch ein Abo für mehr Videos von mir in der Zukunft. Nicht vergessen, Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online geht. Gestern haben wir ja das neue Update mit der animierten Tarnung bekommen und zwar können wir sie im Spuk-Tab einfach freischalten, da wo wir unsere gefangenen Seelen für Ingame-Items einlösen können. Sie kostet wie vermutet genau 1000 Seelen und du kannst sie dann einfach freischalten und auf alle beliebige Waffen packen. Wichtig zu wissen ist auch noch, diese Tarnung können wir dann in MW3 auch benutzen und auch auf alle MW3-Tarnungen packen. Deswegen würde ich euch empfehlen, diese Tarnung auf jeden Fall freizuschalten, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich persönlich denke sogar, dass das die beste Tarnung im Game ist. Ich finde diese Tarnung sogar besser als Orion und Polyatomar. Was ist denn eure Meinung dazu? Findet ihr diese Tarnung auch besser als Orion oder Polyatomar oder findet ihr sie nicht so geil? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und falls ihr die Tarnung noch nicht freigeschaltet habt, ihr könnt sie noch bis zum 6. November freischalten, weil das Spuk-Event dann enden wird. Es kann auch sein, dass wir die Tarnung auch nach dem Spuk-Event noch freischalten können. Das weiß ich aber nicht. Deswegen würde ich an eurer Stelle eher auf der sicheren Seite bleiben und bis zum 6. November die Tarnung freischalten. Außerdem hat COD auch noch die Drop-Rate der Seelen erhöht und auch die maximale Anzahl der Seelen, die man pro Spiel bekommen kann, wurde ebenfalls erhöht. Also ist es jetzt sogar noch einfacher, die Seelen zu sammeln. Zusätzlich zur Gulli-Tarnung kannst du dann noch ein animiertes Emblem, ein Talisman, ein Sticker, eine Visitenkarte und einen Battle Pass Stufensprung freischalten. Wenn du hier 10 Items freigeschaltet hast, bekommst du übrigens diesen Rose-Skin hier für die Meisterung 1. Der ist Halloween-mäßig designt und wenn du 15 Items freigeschaltet hast, bekommst du den König-Skin in Meisterung 2. Sieht auch eigentlich ganz cool aus. Sehr standardmäßig, aber trotzdem irgendwie cool, finde ich. Und wie wir wissen, wird am 31. Oktober, also an Halloween, ein geheimes Live-Event auf Al-Masra stattfinden. Das können wir auf einigen Blueprints der Waffen im Battle Pass sehen. Dort steht nämlich Captain Price's Revenge, Dienstag, also Tuesday, 31. Oktober, 8 p.m. Al-Masra City. Also werden wir am Dienstag ein Live-Event oder irgendeine Art von Event bekommen und wir haben hier auch noch eine Zeitangabe 8 p.m. Wenn wir jetzt schauen, wann genau 8 p.m. in L.A. ist, wäre das zu unserer Zeit um 5 Uhr morgens. Also diese Zeit würde für mich persönlich keinen Sinn ergeben. Deswegen denke ich, dass es einfach um 19 oder 20 Uhr zu unserer Zeit stattfinden wird. Nicht vergessen, am 29. Oktober stellen sich auch die Uhren um zur Winterzeit. Das heißt, um 3 Uhr nachts am 29. Oktober wird die Zeit um eine Stunde zurückgestellt. Das heißt, wir können eine Stunde länger schlafen, was eigentlich ganz nice ist. Was wir hier noch auf den Waffenvarianten sehen, ist, dass dort steht, dass es eine Horrornacht sein wird und es in Al-Masra City stattfinden wird. Also passt natürlich mit der Horrornacht und Halloween am 31. Und der Ort ist Al-Masra City, also nicht auf der ganzen Map von Al-Masra, sondern es wird irgendwas auf Al-Masra City stattfinden, dort wo High-Rise ist, wo die ganzen Hochhäuser sind und so weiter. Und was wir auch noch auf den ganzen Waffen sehen, ist, dass dort überall Bruen steht. Und die Bruen wurde ja auch schon länger geleakt und soll auch noch zusammen mit der FR5.56 kommen. Das ist die Salven Farmers. Und die sollen wahrscheinlich in Season 6 Reloaded kommen. Aber ich persönlich denke, dass wir die Bruen dann auch am Dienstag, am 31. Oktober spielen werden können. Weil warum sollte sonst auf den ganzen Waffen Bruen stehen? Und das im Zusammenhang mit diesem Event. Also irgendwas wird im Zusammenhang mit dem Halloween-Event in Al-Masra City stattfinden. Und was auch noch auf den Waffen steht, ist, dass es eine limitierte Edition
Region ist. Also ich denke, das heißt einfach, dass wir hier eine limitierte Playlist bekommen, die für ein paar Tage da sein wird und dann wieder verschwinden wird, wie mit dem Live-Event, was wir zu MW3 bekommen haben, wo Zaya ja komplett zerbombt worden ist und wir unter Zaya da in den Bunker gehen können. Also kann es sein, dass wir hier vielleicht auch Map-Changes auf Al-Masra City sehen werden, wenn es denn wirklich ein Live-Event ist, aber das sind nur Spekulationen von mir. Was wir hier auch noch sehen, ist, dass dieses Event anscheinend irgendwie von der Kronen gesponsert worden ist. Keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Und das Event heißt ja Captain Price's Revenge. Also übersetzt heißt es Captain Price's Rache. Jetzt müssen wir einmal überlegen, an wen könnte sich Captain Price rächen auf Al-Masra City. Ich kann mich hier an niemanden oder etwas erinnern, aber weil auch überall Brun steht, könnte das im Zusammenhang mit Verdansk sein, dass wir vielleicht einen Rückblick zu Verdansk sehen werden und wir ja am 2. November, also zwei Tage nach diesem Event, bereits in die Kampagne von MW3 reingehen können und wir dort auch auf Verdansk spielen werden. Würde das für mich extrem Sinn ergeben, dass wir irgendwas mit Verdansk sehen. Captain Price will sich für irgendwas aus den Verdansk-Zeiten rächen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr irgendeine Ahnung habt, an wen sich Captain Price hier rächen möchte, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Also ich denke, dass wir dort auch einen Cinematic-Trailer sehen werden, wo sich Captain Price, Ghost und so weiter irgendwie von Al-Masra verabschieden. Das kann ich mir persönlich gut vorstellen. Und sie werden sich dann vom höchsten Gebäude auf High-Rise irgendwie exfiltrieren. Das kann gut sein. Und dann geht es am 2. November dann mit der MW3-Kampagne irgendwie weiter. Vielleicht fliegen die da in Richtung Verdansk oder keine Ahnung. Das ist alles nur Spekulation, aber es hört sich alles sehr, sehr interessant an. Am 2. November können übrigens alle, die sich MW3 digital vorbestellt haben, die MW3-Kampagne spielen. Dazu muss es wahrscheinlich auch noch einen Preload geben, der wahrscheinlich Anfang nächster Woche stattfinden wird. Es kann auch durchaus sein, dass wir den Preload von MW3, also zur Kampagne, zusammen mit dem Live-Event am 31. Oktober sehen werden. Das würde für mich sehr viel Sinn ergeben. Dann werden wir am 2. November die Kampagne spielen und am 3. November wahrscheinlich auch. Und dann haben wir sie, denke ich mal, auch durchgespielt. Anschließend ist erstmal Wochenende und am Montag, den 6. November, soll dann, wie es aussieht, Season 6 Reloaded kommen. Hier ist man sich aber nicht ganz sicher, ob wir wirklich ein neues Update bekommen werden. Ein Reloaded-Update, aber ich persönlich denke schon, weil Warzone ja sonst tot wäre. Nichts wäre in Warzone los und Warzone wird ja gleich bleiben bis zum Start von Season 1 in MW3 am 7. Dezember. Und am 10. November ist ja dann der offizielle Release von MW3. Wahrscheinlich werde ich schon am 9. November spielen können, weil die Server da schon live sein werden. Und in der Woche vom 6. November bis zum Release wird es auch noch ganz viele neue MW3-Leaks geben, weil diejenigen, die die CD schon haben, sehr viel leaken können. Und dazu werde ich natürlich auch sehr viele Videos machen. Dann werden wir mit dem Release von MW3 erstmal alle MW3 grinden. Ist ja klar, die ganzen Waffen hochspielen, die Tarnung freischalten im Multiplayer, aber auch im Zombie-Modus, denke ich mal. Bis dann am 7. Dezember Season 1 in MW3 rauskommt. Zusammen mit der neuen Warzone-Map Ursikstan. Und dann werden wahrscheinlich alle Warzone erstmal spielen und auf der neuen Map spielen, die neue Map ausprobieren und alles. Das Movement aus MW3 wird dann auch in Warzone übernommen mit der neuen Map. Die ganzen Gameplay-Features werden übernommen, alles wird übernommen. Und dann werden wir Warzone spielen. Das ist so der grobe Plan für dieses Jahr. Sehr, sehr interessant mit dem Live-Event, wie ich finde. Leute, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr euch auf das Live-Event freut, ob ihr euch allgemein auch auf die MW3-Zeit freut. Ich denke mal schon. Ich freue mich wirklich extrem. Und das war es jetzt auch mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr es hilfreich fandet, lasst sehr gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr mehr Videos von mir auch in der Zukunft sehen wollt zu COD, zu MW3 und zu allem Möglichen. Und aktiviert natürlich auch gerne die Glocke, damit ihr immer direkt benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video von mir online kommt. Das war's jetzt, Leute. Ich bin raus. Wir sehen uns dann im Livestream oder im nächsten Video. Haut rein und ciao.